Moin Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Ulvur. Wir sind hier in der Mine noch, suchen immer noch nach Diamanten und ja, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Kohle mehr. Eisen haben wir eigentlich relativ genug, haben hier auch noch mal zwei im Ofen. Na gut, aber ja, das wäre das. Eigentlich jetzt momentan letzte Mal, dass wir jetzt eigentlich so langsam und viel meinen müssen. Ich werde die Sachen dann auch zwischen den Folgen noch machen, die jetzt wirklich schon mehrmals gezeigt wurden und immer für Abwechslung sorgen. So, wir haben ja auch oberflächlich recht viel entdeckt. Wir haben ja ein Zombie-Dorf gefunden und wir haben ja auch noch ein Meer gefunden mit Strand an einer Ebene. Das wird eine wunderschöne Farm. Wir wollen ja auch oben eine kleine Mine machen, eine versteckte Mine und bei der Farm eine größere Mine. Und die kann man recht gut mit Leben füllen und alles Mögliche. Also es ist, wird sehr schön. So, ah ja, genau. Wir haben ja noch gesagt, wir wollen Spitzhacken bauen. Machen wir gleich mal zwei neue. So. Schön alles nochmal geordnet. Und ja, ich werde richtig eine Story machen. Also ich habe schon mehrheitlich Story gemacht. Wir werden uns einen Feind suchen. Zum einen können wir ja einen Gegner als Feind machen. Ich habe zuerst gedacht an Ender Dragons. Ist ein bisschen zu groß. Man kann kaum Variationen machen. Also geht schon mal nicht. Da habe ich gedacht an Creeper oder Zombies. Ja, ist jetzt auch nicht so etwas, was jetzt auch in großen Mengen immer machen kann. Ich bin auch nicht der, der gerne gegen Creeper kämpft. Beziehungsweise die auch nicht haben muss immer ständig. Hexen wären cool, sind aber halt auch nur einzigartig und deshalb kommen eigentlich nur noch Skelette und da gibt es ja diese zwei Versionen. Und mit dem Custom Embassy Mod kann man die sicher noch ein bisschen umgestalten. Das müssen wir dann schauen, wie das geht. Also, vielleicht gibt es ja Skins von Spielen, die wie Skeletten aussehen. Aber die können ja auch sehr gut Rüstungen tragen. Die sehen auch ziemlich cool aus. Und da dachte ich mir, wir könnten ja die Witter-Skelette nehmen, als wirklich einen ziemlich, ja, coolen Feind. Starken Feind. Werden wir ja dann sehen, ob wir das auch mit dem Wetter-Effekt und alles so umsetzen können. Aber wir haben viele Blöcke durch das Betonette-Update, also, ja, Mod. Muss jetzt nur schauen, wie man das, Add ist es, glaube ich. Nein, Add. So. Better, ja. Wir haben sehr viele Blöcke, die eigentlich da noch dazu gehören können. Quarz. Ja, können wir irgendwie goldene Skelette oder goldene Gebäude noch bauen? Knochen, ja, die Knochen meine ich, genau. Alles mit den Knochen. Und es gibt sogar ein Netherrack Furnace. Cool. Das ist ziemlich super. Okay. Ja, also es ist viel möglich. Dann haben wir sicher Leute, die mit den Skeletten zusammentun und auch ein bisschen Story zeigen, die mit uns reden können. Aber auch die Skelette, also wir könnten viel machen, dass die Skelette eigentlich so richtig intelligent werden. So, also 11 machen wir wieder, damit eine bleibt in den Gängen. So, sehr gut. Ja. Aber wir könnten sogar 12 nehmen. Also, wir hätten nicht viele Diamanten vermissen. So, es ist einfach größerflächig, deshalb könnten wir schneller an Diamanten kommen. Aber scheinbar werden die gar nicht generiert, so wie sie sich jetzt auch nicht blicken lassen.
Also sehr selten. Gut, wir haben halt auch nicht immer Glück. Wir haben schon an der Oberfläche recht viel Glück gehabt mit Bäumen und so weiter. Also das wird sicher dann auch kommen, dass wir hier unten Glück haben. Wir haben schon 15 Level, also so schnell geht's nicht mehr mit dem Verzaubern. Wir brauchen jetzt einfach die drei Diamanten. Und dann machen wir mal eine Spitzhacke. Mehr müssen wir ja nicht machen. Es dauert einfach, bis wir die Diamanten haben. Scheinbar recht lange diesmal. Ich habe jetzt mehrmals auf den Servern immer sofort Diamanten gefunden. Und dann auch, wenn ich die Spitzhacke verzaubert habe, schon recht schnell immer sehr viele Diamanten gehabt. Das ist gut, das ist jetzt momentan echt sehr langsam. Aber es kommt. Ja, es sind drei. Die Fackel hat mich ein bisschen orientiert, disorientiert. Gut, aber bis jetzt immer noch nicht. Ich möchte mal kurz auf die Karte schauen, wie weit wir hier gehen müssen. Ja, immer diese Werbung. Also wir haben hier gar nicht so weit gemacht wegen den Erzen. Wir können also noch viel weiter. Wir haben ja bis hier und dann ist hier ja der Aufgang so gemacht. Wir könnten vielleicht auch noch Diamanten sein oder hier. Werden wir dann sehen. Aber ich möchte jetzt nicht die ganze Folge. Okay. Kurzer Programmstopp von. Ja, aber hat irgendwas Größeres vielleicht noch generiert. Mit den Mods kommen ja auch immer wieder solche Sachen zu. Ich habe eine Extra-Welt noch gebaut, aufgemacht, wo ich ein paar Sachen von Firsty getestet habe. Ja, wie man das macht mit den. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Halt breeden, oder? Also zu zwei Setzlinge miteinander verbindet. Und ja, das ist scheinbar, also vielleicht irgendeine älteren Version noch sehr schlicht. Ich glaube, es wurde ein bisschen umfangreicher. Wenn wir dann sehen, also wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Sachen herausfinden extra. Weil ich habe sie gesehen, also vorerst, die wird noch schön entwickelt. Das ist super. Ist ja wirklich ein super Mod, weil zu wenig Bäume sonst. Und vom Planeswalker Pack gibt es auch noch Bäume. Dann können wir jedem Dorf, jeder Stadt einen gewissen Touch geben. Eine Kombination zwischen verschiedenen Bäumen und so weiter. Das ist sehr toll. Ja, und ich habe mir auch so Gedanken gemacht, wie wir die Welt sehr lebendig und sehr groß gestalten können, oder? Dass es groß wird. Und wir müssen gar nicht so viel bauen. Also, ja, so extrem komplizierte Projekte können wir schon machen. Aber das geht, das dauert, weil wir die Rohstoffe zuerst haben müssen. Bei so vielen Rohstoffen ist es echt schwer, sich irgendwie konzentrieren auf ja wenig, also sehr unterschiedliche Bauarten, also dass wir da einfach sehr viel lange brauchen, also sehr viele haben. Es gibt ja Zuckerahorn, es gibt normales Ahorn, es gibt roten Ahorn. Wenn man das einfach bedenkt, jetzt mal einen Ahorn-typischer Wald zu bauen, anzupflanzen. Und danach noch die Baumarten, also die Hölzer. Dann mit einzuschließen, dann haben wir schon mal recht viel. Weil Ahorn gibt es ja im normalen Spiel nicht. Oder Kirsche. Wir haben ja angefangen, die kleine Mine hier oben zu bauen mit dem Kirschholz und das sieht ja mal mega auffallend aus. Also es wird vielleicht nicht so schnell zum Zug kommen, eben weil es auffällig ist, aber das würde ja mal etwas ganz anders sein.
Okay, wir geben es auf. Ich dachte, ich könnte. Wie viele Minuten habe ich jetzt hier dran gesessen? 10 Minuten, ja. Sehr gut. Nur 10 Minuten. Also ja. Muss nicht mehr zeigen, sie kommen ja sehr selten. Also ich denke, da ist ein Mod vielleicht ein bisschen im Spiel, was die Diamanten seltener gemacht hat. Oder eben, ich habe so wenig Pech. Also wenig Glück. Aber so viel Pech. Also wir brauchen hier noch die Kohle. Sonst kommen wir da nicht weit. Vielleicht finden wir auch Diamanten jetzt. Also ich werde ein bisschen meinen zwischen dieser Folge und der nächsten. Und dann habe ich wahrscheinlich dann auch die Levels. Zuckerrohr muss ich noch irgendwo finden. Das haben wir gar noch nicht, oder? Auf jeden Fall, ja, werde ich vielleicht auch noch ein bisschen die Gegend erkunden, weil das meistens nicht so gerne geschaut wird. Weil es halt einfach nur erkunden ist. Aber die Konzentration, das Projekt ist ja bauen, Quests machen und so weiter. Ich hätte eine erste Quest für ein paar Dekorationen. Zum Beispiel die Farbarten auch mal zu haben. Farbstoffe. Fischen werde ich dann auch. Wir haben sicher zwei Fahrten. Dann kann ich eine Angel machen, dann kann ich noch fischen. Das müsst ihr auch nicht unbedingt schauen. Ich werde einfach eine Kiste dorthin stellen und dann zeigen, was ich gefischt habe. Und dann immer wieder halt einfach ein bisschen kurz zeigen. Ja. Ich tue jetzt gerade fischen oder ich habe gerade gefischt. Dass sie da schön viel wirklich mit Emphasis machen können. Oder euch einfach auch die Gegenden, die wirklich schön sind, einfach kurz zeige mit Teleport. Mit dem Waypoint Mod am besten. Also, wir haben hier zweimal Kohle. Wir nehmen die Kohle mal. Und tun sie in die den Ofen oder in die Öfen. So. Die Werkbank nehmen wir mit. Hier kommt noch die Redstone hin. Golderz. Eisen kommt hier rein in den Ofen. Sehr gut. Und hier kommt einfach Stein. Diorit, Granit. Granit sieht cool aus. Ich habe übrigens ein Mesa-Biom gehabt in der Welt, die ich noch gemacht habe für Tests. Und dort habe ich ja, gesehen, dass die Blöcke eigentlich sehr naturnah sind. Also, ich habe damals Mesas benutzt. Ich habe, vor langer Zeit, weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Aber es gibt ganz realistische Texture Packs. Und das kommt ziemlich nahe den. Und das hat manche Sachen auch ein bisschen japanisch angehaucht. Werdet ihr dann sehen. Ich kann es jetzt nicht direkt zeigen, weil ich nicht weiß, welche Blöcke das waren. Aber hier haben wir ja die Purpurblöcke. Ich habe ja gesagt, die waren später mal Update, aber das war 1.9 und nicht 1.14. 1.14 kamen dann die Endstein-Sachen dazu, die extra Endsteine. Aber ich sehe gerade, Endstein-Siegel ist ja auch 1.9. Jo, das hat man gar nicht mehr so im Kopf, weil das ja auch nicht so relevant war. Ich habe ja nie in einem riesengroßen Projekt mitgemacht, weil ich ja recht gemütlich bin, spontan. Ich muss ja den Zuschauern auch nicht so viel, also so zeigen, dass ich wirklich einer bin, der unbedingt extrem viele Abonnenten braucht und alles. Ich zeige den Leuten das, was man so zeigt, das Gameplay und alles Mögliche. Ob ihr mich abonniert, liked und alles Mögliche, ist ja eure Entscheidung. Da tue ich überhaupt nichts sagen dazu. Das dürft ihr machen. Müsst es ja nicht immer anhören. Und vielleicht wachse ich jetzt auch ein bisschen mit dem Projekt wieder. Ich bin aber nicht einer, der immer die neuesten Videos und die meisten Videos macht. Deshalb geht es bei mir sehr langsam. Mir ist das ziemlich egal, wie viel ich dann schlussendlich habe, wie viel ich bekomme.
Weil eben ich bin nicht abhängig. Leute, die viele Abonnenten haben, die müssen schauen, dass sie wirklich die auch behalten können. Mir ist es egal, ich habe jetzt ungefähr 10 Abonnenten verloren, weil YouTube immer wieder ein paar löscht, Accounts. Oder einfach ein paar Sachen deabonnieren lässt. Und ja, das ist einfach so. Auch Leute wollen ein bisschen aktive Leute haben. Also Zuschauer wollen immer ein Projekt haben. Ein Ding. Und wenn sie nicht kennen, dann deabonnieren sie wieder. Ich kenne einen, also ich kannte einen, der hat keine Freunde. Also keine Abonnenten, keine Steam-Freunde, keine Discord-Freunde, nix. Nur die aktiven lässt er. Also wirklich kaum. Also man sieht ein Freund oder zwei Freunde, sonst mehr Aktive hat er nicht. Er lässt es nicht zu. Und ich habe Leute, die ich vor 10 Jahren abonniert habe und schon lange nicht mehr Video davon gesehen habe, habe ich noch abonniert. Ich lasse das. Ich muss mich gar nicht irgendwie begrenzen oder so. Und das ist auch das Gute, es gibt's nur zu wenig. So, was müssen oder was können wir jetzt machen? Ah ja, ich wollte noch kurz schauen, ob wir Fäden haben. Ich brauche 2 Fäden für eine Angel. Und ja, Kirschholz können wir da noch verwenden und weiterbauen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt in dieser Folge weiterbauen. Ich sehe jetzt die Fäden nicht direkt. Aha, das ist ein Faden, okay. Einen Faden, also müssen wir noch einen Faden haben. Wir können ja mal über die Nacht ein bisschen Monster hier, also spielen, jagen. Deshalb gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter weg. Einfach mal in die gegenseitige Richtung. Ich sehe auf der Minimap mehrere Bäume, die völlig anders Laub haben. Also pink und grün. Also richtig grün. Und hellgrün. Aber wir gehen jetzt auch noch nicht so streng den Bäumen nach. Was ich nehmen will. Ja, komm, machen wir eine neue Schere. Wegen den wegen den Ranken. Die kann man mit der Schere abbauen. Und die dickeren Teile, Roots oder wie die heißen, die müssen wir mit der Hand abbauen, damit die Roots überhaupt droppen. Damit wir sie weiter ja, verwenden können, neu anpflanzen können. Okay. Dann müssen wir einfach so rätseln, ob das jetzt ein Root ist oder eine Ranke. Einfach Efeu ist. Da ist wieder eine dieser Bäume. Schaut's ein. Aber das sind Ru also diese weißen sind jetzt die, die wir mit der Schere abbauen müssen, also Efeu. Spanisches Moos. Oh, jetzt habe ich gleich 2 nehmen, aber wir müssen nicht so viel mitnehmen, weil wir die ja anpflanzen. Also die vermehren wir dann in der Ding. Und die Blue Flowers können wir auch so abbauen. Sehr gut. Lassen immer eins dort, damit wir sehen, dass sie da einmal gewesen waren, weil wir können mit Knochenmehl wahrscheinlich die auch wieder mehr holen. Sehr gut. Und was könnten wir noch machen? Also die Büsche müssen wir noch schauen. Einfach zur Dekoration, weil wir die immer wieder einfach hinstellen können. Martinez Spruce Leaf. Cool. Das ist auch wieder ein Forestry Baum. Den können wir dann analysieren und so weiter. Da ist irgendwas Komisches drauf, aber das ist vom Texture Pack. Das ist Red Spruce. Und Black Spruce. Also jeder Baum haben wir hier. Richtig cool. Aber ich denke, ich nehme nur den schönen mit. Der Martinez. Der ist richtig schön. Weil ja alles aus den Wäldern von Mistcrafts mitnehmen müssen. Also ja, von hier gar nicht mitnehmen müssen. So. Weißkieferblätter. Auch von Forestry. Ah, das andere war Plants Megapack, gell? Oder ist das auch Forestries? Ja, das Plant Megapack. Okay, dann habe ich es falsch gesagt. So, ja, dann kurz noch ein bisschen
damit der Part nicht so unnötig lange wird. Könnt eigentlich auch gerne Kommentare schreiben. Jetzt momentan, weil ich eben eine größere Pause gemacht habe, sind nicht viele aktiv. Das ist klar. Ihr dürft aber gerne die Ersten sein. Und ja, sonst wird auf Discord immer wieder über meine Folgen und so geredet. Da könnt ihr gerne mitmachen. Der Link ist in der Videobeschreibung. So, die Orangen, weil die Orangen haben wir nicht, wir haben die Schwarzen und noch eines ganz am Anfang. Oder habe ich die gar nicht mitgenommen? Ich habe nämlich noch eine Testaufnahme davor gemacht in einer Welt, die richtig schlecht war. Wo alles nur Wald war und recht einödig. Uneben. Deshalb denke ich mal, wir haben noch nicht alle. Also wir haben jetzt die Orange, nein, die Gelben, das sieht einfach orange aus, okay. Die Gelben, also nehmen wir die nicht mit, die sind auch gelb. Aber sehr schön, also hier würde ich gerne wirklich auch etwas Cooles bauen. Müssen wir da noch herausfinden, was. Eine Burg würde ich auch gerne schon mal bauen, aber ja. Eher ein Langzeitprojekt, weil es schon aufwendig sein könnte. Mit meinen Bauarten ist das sehr detailliert und ja. Wenn ich schon Kräftetech immer schaue, wie lange die brauchen, brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger, weil ich auch nicht so mich spurte. Aber schön, dass wir hier eine Höhle haben. Wir könnten eigentlich jetzt in dieser Höhle kurz nach Spinnen suchen. So, wir machen hier einen Punkt. Hier ist immer noch die alte Map. Ah, wir müssen einfach auf den Link klicken. Ja, lassen wir einfach Erkundung klein. So, und damit wir dann auch mal wieder sehen, ah, da haben wir eine Höhle. Suchen wir lange wieder nach einer Höhle, wenn wir mal ein paar Monster kloppen können. So, ich habe kurz einen Zombie erledigt. Weil ich möchte ja auch, dass die Monster hier wieder spawnen und nicht zu viel Fackeln. Ja, setzen. Sonst haben wir nie Spinnen. Ja. Genau, ein bisschen Eisen abbauen, da kann ich ja wieder ausleuchten, damit ihr mehr seht. Ich sehe genug. Beim Video wird es auch ein bisschen dunkler wieder. Aber wenn wir es in der Hand haben, haben wir sowieso Licht wegen Optifine. Das ist sehr gut. Nochmal ein bisschen Eisen. Aber auch wieder die Fackel setzen kurz. Weil noch brauchen wir relativ viel Eisen. Ich werde auch sehr viel wahrscheinlich mit Eisenblöcken und Eisengitter und so bauen. Deshalb können wir nie genug haben. Wir nehmen es mit, wenn wir es sehen. Kupfererz ist auch sehr wichtig dann, weil die Spachteln, ich weiß nicht, wie die heißen. Etwa. Nicht schaufeln, sondern Schere. Okay, die Scheren, die haben nur 10 Nutzen. Wir müssen so eine erhandeln. Die müssen wir erhandeln. Die können wir nicht craften. Aber die können wir craften. Und Bronzebahn natürlich auch sehr teuer, weil die so selten, also so wenig auf einmal spawnen. Also es ist leider keine Spinne hier zu finden. Ah, hier haben wir nochmals ein bisschen Kupfererz. Das Appetit müssen wir erst mitnehmen, wenn wir es wirklich brauchen. Es gibt so große Mengen davon an einer Stelle, an einem Flöß. Ja gut, dann haben wir hier in der Höhle gar nichts gefunden eigentlich. Schade, wie immer. Also in diesem Projekt muss ich auch irgendwie mal zu Glück kommen. Aber gut. Wir sind keine Speedrunner und eben es ist im Projekt verschuldet, dass ich nichts finde, also an dem Spiel Minecraft, dass ich jetzt gerade nichts finde. Also dann suchen wir kurz mal eine Spinne und müssen leider den Part auch, ja,
Jetzt Eich beenden. Schade, Skelett. Creeper. Creeper. Gut. Ich werde jetzt einfach mal noch eine Spinne farmen. Und danach gehe ich gleich zurück und tu mal ein bisschen angeln. Dann haben wir Essen. Dann haben wir ein bisschen Rohstoffe. Und noch Minen. Und dann mache ich nochmals eine weitere Aufnahme, dass ihr, ja, sagen wir, morgen nochmals einen zweiten Part bekommt. Mal schauen, wie viel ich mache. Ob ich ein- oder zweimal pro Woche zwei Parts pro Tag, also an einem Tag mache. Oder noch mehr. Oder sogar weniger. Kommt so drauf an, wie die Aufrufe sind am besten. Sorge nicht um Likes. Sondern, Keep Inventory, genau. Sehr schön. Wegen, wenn man ein Bauern ist, möchte man keine Creeper haben. Es ist ein Bauprojekt, deshalb Keep Inventory. Monster Griefing, genau. Keep Inventory ist doch die Grabsteine sowieso unnütz. Ja, und ihr seid nicht so direkt abhängig. Und Kommentare und Schreiben, das wird dann natürlich schon extrem Einfluss haben. Weil ihr mir Ideen gebt, weil ihr so auch alles ein bisschen tolle für euch macht, wenn ihr dann dasselbe spielen dürft. Also könnt, dürft ihr immer, aber ich kann das halt nicht sofort hochladen. Nach einer Folge direkt und so. Das muss vielleicht jemand anders dann einfach zeigen, machen. Das sieht saugeil aus. Ich finde das so schön, dass die... der hat mir gerade ein bisschen Angst angebracht. Okay, wunderschöne Welt. Also die Welt ist wunderschön, aber dass wir jetzt nicht so das finden, was wir wollen, also nicht so schnell alles finden, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Aber wir wollen ja auch schon ein bisschen vorwärts kommen, weil wir noch viel bauen müssen und Quests gestalten müssen. Ja, dann gehe ich zurück, wenn ich die Spinne habe. Ich werde hier einfach nochmals ein bisschen ringsum ein bisschen erkunden. Und Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.